Atomreaktor, Kernspaltung, Nuklearwaffen. Mit diesen Begriffen werden wir tagtäglich konfrontiert. Wie jedoch alles zu diesem Thema angefangen hat, sieht man an diesem Versuchsaufbau von 1938, mit dem die Wissenschaftler Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann die Kernspaltung entdeckten. Der Arbeitstisch zeigt die Originalgeräte, mit denen in den 30er Jahren experimentiert wurde. Stromquelle, Hochspannungsverstärker, ein Papiertütchen mit Uransalz sowie ein Geigerzähler. Dieser Tisch hat Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Was auf den ersten Blick aber harmlos aussieht, birgt Gefahren, die uns heute und in Zukunft noch lange Zeit beschäftigen. Ich finde am spannendsten den Tisch von Otto Hahn, mit dem er die Kernspaltung betrieben hat. Also mit sehr einfachen oder einfach ausschauenden Materialien Atomkerne gespalten und damit das atomare Zeitalter eingeläutet mit allem Positiven und Negativen, über das wir heute noch sehr, sehr stark reden und debattieren. Also beispielsweise der Atomausstieg von Deutschland, die Katastrophe von Fukushima. All diese Sachen sind ja nur möglich, weil irgendjemand mal diese atomare Kraft entdeckt hat. Und das war Otto Hahn, ein Objekt, das viele Jahrzehnte alt ist, heute immer noch brandheiß und aktuell ist und in der Zukunft nach wie vor wahrscheinlich auch noch sein wird. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend, wenn man dann vor diesem Originalexponat steht und da ein bisschen ins Philosophieren gerät.